So, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, du willst in Facebook, Google, Electronic Arts, PayPal und Spotify alles auf einmal investieren. Dann kannst du natürlich genau das machen. Du kannst natürlich auch einfach dir ein ETF raussuchen oder aber du investierst einfach in Tencent. Denn die machen genau das, was diese ganzen Firmen machen und noch viel mehr. Ich glaube, das Einzige, was sie nicht machen, ist irgendwie Bier herstellen oder so. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute haben wir Tencent Holdings in der Analyse. Und dieses Unternehmen, in das du wahrscheinlich sehr gerne beim IPO 2004 investiert hättest, ich glaube, die haben sich verhundertfacht oder so, das gibt es schon etwas länger, nämlich seit 1998, kurz vor der Dotcom-Blase und im Gegensatz zu vielen anderen Firmen, die damals gegründet wurden, ist Tencent auch heute noch aktiv, steht auch gerade an der Börse zum Zeitpunkt dieses Videos am absoluten All-Time-High mit einer Marktkapitalisierung von 640 Milliarden US-Dollar. Ich springe hier irgendwie komplett hin und her, deswegen fangen wir erstmal noch mal ein bisschen strukturierter an. Damals gab es Mao Zedong, das war der Gründer von Tencent zusammen mit Zhang Zedong. Der ist CTO und der Mao Zedong ist immer noch CEO, kommt eigentlich aus einer ganz gewöhnlichen Familie und ist mittlerweile einer der reichsten Chinesen überhaupt geworden. Ja, Tencent an sich ist aber keine wirklich chinesische Firma, sondern ist auf den Cayman Islands firmiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der später in der Bewertung auch noch eine Rolle spielen wird. Warum sind denn solche Firmen wie zum Beispiel Tencent Holdings oder auch Alibaba beispielsweise an den Cayman Islands? Viele von euch denken jetzt vielleicht direkt an die Paradise Papers oder Panama Papers und so weiter. Aber nicht nur steuerliche Gründe mögen hier eine Rolle spielen. Ich glaube, der wichtigste Grund ist einfach der, dass ja die chinesische Regierung den Zugang zum chinesischen Markt nicht nur für Unternehmen sehr stark reguliert, sondern auch für Investoren. Und es ausländischen Investoren gar nicht so einfach möglich ist, in chinesische Firmen direkt zu investieren, ja, weshalb es ja auch viele chinesische Firmen nur als ADR beispielsweise gibt. Aber Naspers ist zum Beispiel ein afrikanisches Unternehmen, welches mit 31% auch größter Anteilseigner von Tencent ist. Da Tencent ja im Bereich Online und so weiter sehr stark investiert ist, was natürlich auch, was die chinesische Regulierung angeht, eine sehr starke rote Liste darstellt oder schwarze Liste darstellt, ist das der Hauptgrund, meiner Meinung nach, warum Tencent hier auf den Caymans residiert, weil eben dort auch ausländische Investoren dann in Tencent investieren können. Warum das natürlich unter anderem ein Risiko darstellt, erfahrt ihr später noch. Jetzt geht es erstmal noch weiter zum ersten Produkt 1999 und zwar Tencent QQ. Das hieß damals noch so ähnlich wie ICQ, war aber nicht dasselbe, deswegen wurde es dann noch umbenannt und das war so ein Instant Messaging Dienst. Ihr erinnert euch noch, ich habe damals MSN benutzt mit diesem berühmten als Ton, ja. Und das war so ein erfolgreiches Produkt mit über 100 Millionen Nutzern, dass es wirklich sehr, sehr, sehr stark gewachsen ist und ist auch heute noch ein sehr bekanntes Produkt und gehört zu den Top-Webseiten dieser Welt. Und das hat eben auch dazu geführt, dass Tencent nach und nach eben immer weiter expandieren konnte. Und dann im Jahr 2004 gab es dann den Börsengang an der Börse von Hongkong. Mittlerweile 63.000 Mitarbeiter, also mittlerweile kein kleiner Laden mehr oder so, der einen gigantischen Börsenwert von 640 Milliarden US-Dollar hat. Also ein gigantisches Unternehmen, sogar noch größer als Facebook, könnte man sagen. Und Umsatz 2019 54,6 Milliarden US-Dollar und da bleibt auch jede Menge vom Gewinn übrig, nämlich über 13,5 Milliarden Dollar waren das im Jahr 2019. Und das ist natürlich auch unter anderem der Grund, warum die Gründer mittlerweile sehr, sehr, sehr reich sind und alle Leute, die 2004 investiert haben und seitdem gehalten haben, die Aktie, herzlichen Glückwunsch. So, dann kommen wir mal zum Geschäftsmodell von Tencent Holdings. Ja, ich habe übrigens nochmal nachgeschaut. Facebook ist 665 Milliarden US-Dollar wert an der Börse, also gerade noch ein bisschen teurer als jetzt hier Tencent. Ist ja auch egal. Es gibt zwei fundamentale Bereiche von Tencent. Es gibt einmal hier diesen
operativen Bereich, wo man entweder direkt selbst die Produkte anbietet und Dienstleistungen, wie zum Beispiel WeChat und so, oder wo man halt einfach über eine der vielen Tochterfirmen direkt ein operatives Geschäft betreibt. Hier zum Beispiel den Online-Games. Und es gibt eben dann noch einfach mal diesen gesamten Investmentgesellschaft-Bereich mit vielen, vielen bekannten Beteiligungen, die Tencent eben auch hält. Ja? Aber kommen wir erstmal hier zu den operativen. Das Ganze ist auch in einer Investor-Präsentation auf der Webseite von Tencent ganz übersichtlich eigentlich sich downzuloaden. Die haben das alles hier so in Zahnräder dargestellt, die natürlich auch unter anderem ineinander greifen. Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen großen Konglomeraten kann man auch wirklich sagen, ist Tencent hier wirklich ein Unternehmen, was ganz spezifisch und ganz genau auf seine Investitionen schaut und wirklich eine verdammt gute Arbeit geleistet hat in der Vergangenheit. Einer der größten Bereiche ist hier Communications und Social, wozu also alles, was so im Bereich soziale Netzwerke und so weiter zählt. Da ist natürlich Weixin und WeChat hier auch die größten Apps mit über 1 Milliarde Nutzer. Und WeChat ist jetzt nicht direkt nur vergleichbar mit WhatsApp, denn auch wenn jetzt zum Beispiel WhatsApp ja mittlerweile in Brasilien eine Zahlfunktion eingeführt hat, ist das eine Sache, die es schon bei WeChat länger gibt. Und unter anderem gibt es auch natürlich da noch Nachrichtendienste, einen App Store gibt es bei WeChat und alle möglichen anderen von diesen Value-Added Services. Das bedeutet, dass es natürlich immer eine Grundversion von vielen Sachen kostenlos gibt und dann du für zusätzliche Services eben auch Geld zahlst. Genauso oder ähnlich ist auch der ganze Online- und Gaming-Bereich hier von Tencent. Das heißt, es gibt solche Spiele wie zum Beispiel Fortnite, die in ihrer Grundversion kostenlos sind, was unter anderem vielleicht sogar auch noch zu diesem massiven Erfolg davon beigetragen hat, wo du dann aber in-game bzw. in-app, wenn du jetzt auch online spielst, auf dem Mobile spielst und so weiter, Käufe tätigen kannst oder auch zum Beispiel Subscriptions abschließen kannst, um eben zum Beispiel zusätzliche Inhalte freizuschalten oder Goodies zu bekommen und so weiter. Das heißt, dieser Bereich Communications und Online-Games, vor allem auch so dieser ganze Multiplayer-Bereich, ist durch Tencent sehr stark abgedeckt und der Mobile-Bereich, unter anderem auch durch die ganzen Beteiligungen, die sie natürlich auch an Gaming-Unternehmen halten. Diese beiden Bereiche machen schon mal 50% des gesamten Umsatzes aus. Und dann gibt es aber eben noch, ich habe es ja auch schon erwähnt, richtig große Webseiten von Tencent. Und dieser Medienbereich, ja, der macht eben über seine ganzen Werbeangebote, die man dort schalten kann, auch nochmal 20% des Umsatzes aus. Das heißt also ziemlich gut diversifiziert der unterschiedliche Umsatz. Und dann jetzt hier steht jetzt noch so Utilities, Cloud-Geschäft, Fintech, ja, man ist hier eigentlich mittlerweile auch zu einer eigenen Bank geworden. Aufgrund der ganzen Daten, die natürlich Tencent sammeln kann, erfahren sie natürlich auch sehr viel über das, was beispielsweise Leute hier hin und her schicken an Geld und können natürlich, je mehr Erfahrung und Daten sie sammeln, genauso jetzt wie übrigens auch Facebook, auch immer passendere, maßgeschneiderte Angebote in diesem Fintech-Bereich halt generieren. Und dieser Bereich zusammen mit dem Cloud-Geschäft, der auch übrigens um 60% gerade wächst, ja, macht zusammen mit Utilities, wozu dann noch als abschließendes Angebot sowas wie Browser und so weiter gehören, 30% nochmal vom Umsatz insgesamt aus. Ja, also ein wirklich, kann man sagen, allumspannendes Online-Imperium. Und jetzt denkt ihr euch, wie sieht's denn eigentlich mit den ganzen Beteiligungen aus? Hier gibt's ja so manche, die stehen schon drauf. Ziemlich große Beteiligung, aber es könnte man wahrscheinlich niemals irgendwie alle Beteiligungen von Tencent hier in einem Video irgendwie auflisten. Ja, da bist du hier natürlich an der falschen Adresse, weil beim Aktien mit Kopf können wir nicht nur die Logos auf Chinesisch schreiben, sondern wir können natürlich auch Folgendes tun. Also, Trommelwirbel. Meituan Dianping, JD.com, Pinduoduo, Didi Chuxing, 58.com, Yonghui Superstores, LY.com, Nav Info, Heilan Home, VIP Shop, Meili United Group, Elong, BitAuto, Cihu, Leihu, Tesla, NIO, China Literature, Spotify, China International Capital, Kuo Chuao, Bilibili, WeBank, Chong'an Online, Huya, Douyu, Supercell, Activision Blizzard, Epic Games,
Netmarble, Sea Limited, Ubisoft, Chanda, Cheetah Mobile, Gloomobile, iDream Sky, CSUN, Shunwang, Our Palm Company Limited, Snapchat, Zogu, News Classic Media, Mail.ru, Kuaishu, Yixing Group, Paradox Interactive und CoLearn.com. Puh, das war ganz schön viel. Jetzt muss ich mir erstmal hier zur Abkühlung eine kleine Sherry Coke von Warren Buffett auch in der China-Version gönnen. Dafür Daumen hoch, oder? Nein, Spaß, die mache ich natürlich niemals auf. Ist ein wichtiges Sammlerobjekt für mich. Ihr seht also, was man in der heutigen Zeit mit einer einzigen Aktie schon für eine krasse Diversifikation erreichen kann. Und jetzt schaut euch mal auf, viele Leute wissen gar nicht, dass zum Beispiel Tencent auch 5% von Tesla und somit auch in den Elektromobilitätsmarkt investiert ist oder in Epic Games mit 48%. Dann Riot Games beispielsweise ist auch ein Unternehmen, an dem mittlerweile Tencent über 100% hält. Riot Games hat ja zum Beispiel League of Legends gemacht oder eben auch JD.com, Ubisoft, Activision, da hält man jeweils 5%, bei JD sogar 18%, bei Tencent Music, das ist ein Joint Venture mit Spotify, hält man 12%, bei Spotify selbst direkt auch 7,5%, das heißt Tencent ist einfach ein gigantisches Imperium. Das muss natürlich jetzt nicht immer alles unbedingt gleich automatisch was Positives sein, ja? Es gibt auch viele Unternehmen, die auf ihrer Investor Presentations Seite tausende von Beteiligungen auflisten, die alle nur Verluste machen und keine wirklichen Zusatznutzen bringen. Bei Tencent kann man wirklich sagen, das ist ein Umsatz-Powerhouse. Denn jetzt guckt euch mal einfach die Zahlen an und die Zahlen lügen bekanntlich nicht. Und wir gehen jetzt direkt in die Bewertung rein. Denn Tencent hat in den letzten 5 Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 37% durchschnittlich. Ja, also ein Balkendiagramm, da geht einfach so von unten links nach oben rechts. Ja, dann in den letzten 5 Jahren der Gewinn pro Aktie um 31% pro Aktie gewachsen im Durchschnitt. Ja, also ein unfassbar hohes Gewinnwachstum zusätzlich. Die Nettomarge beträgt satte 25% plus. Ja, und der Piotrowski-Score, der hat jetzt hier ein kleines Minus, denn man erreicht nur 3 von 9 Punkten. Die Verschuldungsquote ist jetzt nicht allzu hoch, wie ihr hier auch sehen könnt. Man muss ja auch beim Piotrowski-Score immer wissen, dass dieser immer das aktuelle Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr sieht. Ja? Und das ist sozusagen, wenn man jetzt Piotrowskis fragt, ein Jammern auf hohem Niveau. Wenn man halt zum Beispiel einmal in der Nettogewinnmarge so ein bisschen schlechter wird, auf einem hohen Niveau, dann macht natürlich Piotrowski keine Ausnahme. Das heißt, wenn man jetzt nur auf diesen Piotrowski-Score guckt, dann ist es jetzt hier nicht so solide. Aber was alle anderen Daten angeht, ist definitiv hier Tencent ein wirklich extrem schnell wachsendes und riesiges Unternehmen, das natürlich aber auch mittlerweile von der ganzen Welt auch erkannt wird als solches. Und deswegen ist natürlich die Aktie auch relativ fair bewertet. 39er KGVE bedeutet der erwartete Gewinn fürs aktuelle Jahr. Das heißt, ja, Tencent ist ein super tolles, geiles und gut diversifiziertes Unternehmen, aber viel von diesem ganzen Wachstum und so weiter ist eben auch schon in diesem Unternehmen eingepreist. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Risiken, die definitiv auch bei Unternehmen wie Tencent hier mit dabei sind. Ja? Erstens, wir haben natürlich diesen ganz großen, fetten Problempunkt China-Regulierung. Ja? Und jetzt gehen viele Leute immer dann direkt gleich auf die Barrikaden und sagen, ja, aber die Regulierung in Deutschland hat auch kein Wirecard verhindert und in Amerika gibt es doch auch immer mal wieder Skandale und so. Ja, aber man muss einfach wissen, dass alle Unternehmen, die halt eben hier auf den Caymans-Inseln sind, natürlich nicht unbedingt die direkten größten Freunde der chinesischen Regierung sind. Ja? Und so ist es bei Tencent zwar so, dass sie natürlich immer allem so weit wie geht und sie es müssen, der chinesischen Regierung entsprechen und ihren Wünschen, weil das, was die dort sagt, muss eben halt umgesetzt werden. Und das führt eben aber auch, wie zum Beispiel im Jahr 2018, zu einem dramatischen Kursrückgang von Tencent von über 20%. Warum? Weil auf einmal die chinesische Regierung sich dazu entschlossen hat, dass viele kleine chinesische Kinder immer dicker werden und immer süchtiger nach den ganzen Online-Games von Tencent. Und jetzt regulieren wir das Ganze einfach mal und sagen, okay, die kleinen Kinder, die dürfen nur noch 2 Stunden pro Tag spielen. Die dürfen ab 21 Uhr abends auch nicht mehr spielen. Und wir schränken jetzt auch die Lizenzierung eurer
Games einfach drastisch ein. Und wenn das natürlich ein Umsatzbereich ist, der hier über 30% und so ausmachen kann, dann ist es natürlich für Tencent definitiv dramatisch. Ja? Zusätzlich kommt natürlich auch noch das ganze Thema Handelsstreit mit hinzu. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt Tencent so stark davon betroffen ist oder wäre, wenn das Ganze wieder zunimmt. Zum Beispiel wie jetzt irgendwie Huawei, auf die es die Amis ja besonders abgesehen haben. Oder eben auch sowas wie Alibaba oder Baidu. Aber trotzdem ist es natürlich potenziell eine Sache, die Tencent in Mitleidenschaft ziehen könnte. Ich denke aber, dass Tencent hier eigentlich ganz gut dasteht. Unter anderem, weil sie natürlich auch hier in dem asiatischen Markt sehr, sehr, sehr stark sind und international sowieso noch gar nicht, abgesehen von ihren Beteiligungen, so stark mit eigenen Produkten am Markt sind. Und das ist übrigens, finde ich, auch so ein bisschen eine kleine Krux bei Tencent. Sie sind zwar im asiatischen Markt ein absoluter Number One Player und auch das wichtigste Unternehmen eigentlich für China, aber was jetzt das internationale Wachstum und so weiter angeht, da schafft man es eben jetzt nicht irgendwie den ganzen westlichen Playern den Rang abzulaufen. Und das liegt meiner Meinung nach eben auch daran, dass sie eben auch, was den heimischen chinesischen Markt angeht, sehr häufig bevorzugt werden von den chinesischen Regierungen. Ja? Und das bedeutet eben, wenn du halt eben auf der einen Seite zu Hause einfach sehr einfache Wachstumsmöglichkeiten hast, weil du zum Beispiel aufgrund von Marktverzerrungen Spiele rausbringen kannst von ausländischen Firmen, die eigentlich keinen fairen Wettbewerb in China haben, dann kannst du vielleicht einfach, weil du dich so stark darauf ausruhen kannst, international, wo es halt den vollen harten Wettbewerb gibt, nicht so gut durchsetzen. Und das größte Risiko meiner Meinung nach ist eben dieser Bereich Cayman Islands. Ich habe hier mal was aufgeschrieben, Variable Interest Entity. Das ist sehr, sehr, sehr spannend und auch für euch mal durchlesbar in einem Artikel. Da geht es mehr um Tencent Music Group. Und da ist es nämlich so, dass Tencent beispielsweise in den Musikbeteiligungen keine direkten Stimmrechte hat, sondern eben nur die operative Kontrolle über diese Variable Interest Entities und es aber deswegen natürlich eigentlich kein de facto Eigentumsrecht gibt von Tencent an vielen von diesen Musikbeteiligungen und auf der anderen Seite somit auch nicht von Tencent Aktionären. Und jetzt ist es auch noch so, dass sehr häufig auf den Cayman-Inseln auch verschleiert ist, wer so die wahren Hintergrundmänner und deren Investoren und so weiter sind. Das heißt, es ist auch für Investoren eine Sache, die nicht unbedingt so transparent ist. Und jetzt halten wir uns mal fest. Tencent umgeht ja die heimische chinesische Steuer in China und auf der anderen Seite sammeln sie fleißig Daten von ihren Nutzern. Wenn man jetzt eine chinesische Regierung hat, die das aber sehr stark reglementiert, kann man eigentlich sagen, das ist potenziell auch ein Pulverfass für alle Investoren in so eine chinesische Firma, die ja eigentlich keine chinesische Firma ist, wenn eben mal der chinesische Staat richtig auf den Tisch haut und sagt, so, jetzt ändern wir wieder eine Regulierung und jetzt machen wir einfach irgendetwas, was vielleicht aus unserer Sicht vollkommen willkürlich rüberkommt, aber einfach laut deren Maximen vollkommen in Ordnung ist. Und das ist für mich auch eines der größten roten Flaggen-Themen hier bei Tencent. Abgesehen davon ist es definitiv eine absolut geile Aktie, die man nicht zu jedem Kaufkurs irgendwie sich ins Depot legen muss. Ich selber habe sie einfach schon seit längerer Zeit im Sparplan drin. Man kann sie auch bei Consors beispielsweise ohne Probleme im Aktiensparplan mit einfügen. Aber für mich ist Tencent keine von diesen Investitionen, die ich jetzt wirklich mit sehr viel größerem Eigenkapital in Form von Einzelkaufen durchführe. Ja, einfach vor allem aus dem Grund, da das Unternehmen so verdammt groß und schon relativ fair bewertet ist. Und auf der anderen Seite eben auch hier einige Risiken mit sich bringt. Aber trotz dessen bin ich insgesamt, was das Geschäft angeht von Tencent, schon sehr, sehr, sehr positiv gestimmt. Aber über den Sparplan hinaus schafft es dieses Unternehmen nicht in mein Depot. Wie seht ihr das? Seid ihr bei Tencent schon länger investiert? Wie seht ihr so die ganzen rechtlichen Rahmenrisiken und so weiter? Ich empfehle euch unbedingt mal diesen Artikel über Tencent Music durchzulesen, denn wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt, dann sieht man schon, dass einige Risiken da sind, die man nicht so unbedingt unter den Tisch kehren sollte. Ansonsten sehen wir uns dann schon nächste Woche. Ich glaube, da haben wir dann AMD oder so in der Analyse. Und ansonsten kannst du natürlich den Kanal gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao. Und Kohlen und
und colearn.com.